So, ich glaube, das war's. Genau, da sind wir wieder hier. So, Schiff. Ja, Flotte bereit. Kurs gesetzt, Kaiser. Werfen Sie den Anker, mein Kaiser. Kaiser? Oh, da ist ein Agent dran. Ein Spion. Ja, Kaiser. Schicken wir mal den dahin. Schade mit den Katapulten, dass sie so beschädigt sind. Ist leider ein Nachteil bei dem Auswürfeln. Wie sieht's mit der mitleidigen Priester auch noch ausbilden? Teilen die Einheiten des Reiches! Okay, die haben langsam eine große Armee dort. Hm. Wird langsam gefährlich im Nordosten. Okay, das ist wieder Ealgüt von Franken. Und dafür haben wir Otto von Erfurt. Könnten wir eigentlich nicht wahr? Dann ist er für Antwerpen zuständig. Ist auch eine Heirat, das ist keine Adoption. Kaufmannsgilde in Florenz nehmen wir. Ein Segen für Erbauer und Baue. Geschichten über eine schlaue Erfindung aus dem fernen Osten haben kürzlich europäische Bauern zu einer simplen Arbeitshilfe inspiriert, die sie als Schubkarre bezeichnen. Man fand heraus, dass durch die Anbringung eines Rads an der Vorderseite einer Holztrage ein einziger Arbeiter in der Lage sei, große Mengen an Stein alleine zu befördern, ohne dabei eine größere Verletzung zu riskieren. Diese Erfindung könnte sich nicht nur als ein Segen für Burgherren erweisen, die in Windeseile eine Burg aus dem Boden stampfen wollen, sondern auch für die Sklaven, die selbige errichten sollen. Sehr schön. Wow, was ist mit uns in der Produktion passiert? Ungarn, wir sind auf Platz 16 runter. Was ist passiert? Ungarn ist fortschrittlich. Florenz wächst. Heinrich von Godwinson ist volljährig. Wollte ich nachschauen, wo er ist. Taverne, Rekrutierung und Otto von Erfurt. Ist er hier? Nein. Wo ist denn Godwinson? Heinrich, das war ja nicht wahr. In Bologna war das, oder? Nein, Florenz, ja. Godwinson. 31, der könnte nach Mailand. Nein, hab ja auch noch zwei. Dann könnte einer nach Innsbruck. Nö, nach Staufen könnte einer. Und zwar Philipp von Franken. Nach Staufen mit dir. Kaiser. Dijon könnte auch jemanden brauchen. Und zwar Heinrich ja? Und Godwinson. Du gehst nach Dijon. Wir werden hier rasten. Befehle, Kaiser. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Ja, mein Kaiser. So, und da bilden wir noch eine Einheit aus. Ich bin Diener Gottes. So, das machen wir gleich. Die Augen des Reichs. Schauen wir doch mal nach der Stadt. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Schwertstabenlied. Okay. Wie sieht es denn gerade mit den Aufträgen aus? Blockiert den Hafen und Heiliger Kreuzzug. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich Magdeburg belagern. Für das Reich! Für den Ruhm des Reiches! Beginne die Belagerung, edler Kaiser. So, das ist eine Burg. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser?
So, Breslau ist relativ safe. So, hier ist die ganze Zeit der General von den Papstaaten. Es ist mir eine Ehre, aber ich bin nicht für Verhandlungen hier. Na gut, dann nicht. Wir bilden noch Ambo-Schützen aus, wieso? Ach, weil ich eine Armee ausbilden will, deswegen. Die schicken wir dann. Eure Befehle? Befehle, Kaiser! Hier an die Brücke. Befehle, Kaiser! Ja! Ja, mein Kaiser! Marschier! Ja! Vereinen die Armeen, Kaiser! So, die Ambo-Schützen können wir auch mitnehmen. Ja, ja, Kaiser! Und Innsbruck kann keine anderen Truppen haben. Das heißt, die bleiben erstmal dort. Vielleicht können wir da noch ein paar ausbilden. Befehle, Kaiser! Zwei und dann noch einer. Speermiliz, was soll's. Und wir könnten eigentlich noch einen Gauterpult reinsetzen. Mehr Ambroschützen brauchen wir gerade nicht. Händlerkavallerie. Und dann haben wir das. Gut. So, wo ist unser Spion? Ja, Kaiser. Weiter. Der kann ja jetzt mal nach Jerusalem schauen. Wie ein Schatten. Ich muss mich hier ausruhen. So, das wird belagert. Sehr schön. Will ich Truppen ausbilden? Nee, eigentlich nicht. Obwohl, das wären dieselben. Sollte ich lieber machen. So, Metz wird gebaut. Wupp, wupp. Ah, da haben wir was. Hamburg ist eine Burg. Wir könnten eine Kaserne haben. Rüstungsschmied. Ballistenmacher. Und Jostregister. Aufgrund der überwältigenden Popularität des Jost-Turniers und auf der enormen Ehre, die diejenigen zuteil wird, die es schaffen, sie auf bewundernswerte Art und Weise zu überstehen, würdigen die besten Kavalleristen Westeuropas jede Gelegenheit, den Kampf mit der Lanze trainieren zu können. Herren, die ein einfaches Jost-Register aufstellen, können damit rechnen, dass ihre Männer freiwillig zusätzliche Stunden im Sattel verbringen und sich mehr Freiwillige für die Miliz melden. Ja, das nehmen wir doch rein. Schiffsbauer brauchen wir nicht. Erstmal. So, Venedig. Taverne erstmal. Zagreb bleibt. Und damit hätten wir alles. Genau, der wollte für das Reich! Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser! Das machen wir nochmal automatisch. So, damit haben wir auch Brügge. Ruhm und Ehre dem Reich! Ruhm und Ehre dem Reich! So, sehr hohe Steuern. Und dann machen wir einen Weg. Dann machen wir eine kleine Kirche. Dann machen wir eine Rodung, dann einen Markt, ein Bordell und dann sind alle glücklich. Also, ja, das ist denn eigentlich Leopard. Leopold. Alter 50. Lange macht er es nicht mehr. Der hat nur Töchter. Die müssten eigentlich mal heiraten. So, Hamburg. Können wir da der bessere Ritter? Abgesehen von der Feudalritter nehmen wir noch rein. Pavisen Ambroschützen. Auch wenn die Armbrust relativ leicht zu bedienen ist, ist der Schütze beim Nachladen doch sehr ungeschützt. Diese Männer tragen große Pavisen-Schilder auf dem Rücken, die sie beim Nachladen dem Feind zuwenden und dadurch geschützt sind. Die sind Fernkampf 12, also nochmal stärker. Feudalritter, schön. Den nehmen wir auf jeden Fall. Dann können wir endlich mal die Bogenschützen wegschmeißen. Und nach bilden wir hier eine gute Truppe aus mit schwerer Infanterie und schwerer
Fernkampfinfanterie? Gibt's das überhaupt? Keine Ahnung. Also, sehr gut. Was möchtet ihr denn mit mir bereden? Karteninformationen hätte ich gerne von euch. Das können wir so nicht annehmen. Lebt wohl. Die machen auch so eine Geheimniskämmerei. Aha. Gut, dann wird Leopold Paris angreifen. Kaiser! Der Feind wartet vor den Mauern! Er belagert uns! Der Reims. Reims wäre besser. Trotz eures ehrlosen Verhaltens möchten wir heute mit euch reden. Geht nicht, wir haben einen Kreuzzug aber am Laufen. Nun gut, ma salama. Oh, da bewegt sich Dänemark ein bisschen in unser Gebiet rein. Wir sollten schnell Magdeburg erobern und dann nach Norden, nach Aarhus. Ist leider eine schlechte Zeit gerade. Wie er mir die Hände klatscht. Diebesgilde in Dijon. Die Diebesgilde versteht sich eher als Ausbildungszentrum für Sicherheit und Aufklärung, als dass sie einen kriminellen Verband darstellt. Dennoch ist es durchaus verständlich, dass diese Frage häufig zu Missverständnissen führt. All jenen, die in ein unbedeutendes kriminelles Leben hineingeboren wurden, bietet die Gilde die Chance, einen anderen Weg einzuschlagen, indem sie ihre Fähigkeiten fördert und ihnen so die Möglichkeit eröffnet, ganz legal für den Adelstand tätig zu werden und ausländische Königshäuser auszuspionieren. Ja, nehmen wir. Der Held der Null. Ein Mathematiker aus Pisa namens Fibonacci veröffentlichte seine neueste Arbeit mit dem Titel Liber Abaci. Er hatte einige hindu-arabische Theorien bezüglich einer Zahl ohne einen Wert aufgegriffen. Nun behauptet er, dies sei ein entscheidender Schritt, um komplexe Berechnungen anstellen zu können. Auch wenn das Werk es schaffte, westliche Gelehrte in Begeisterung zu versetzen, so bietet das Liber Abaci für den einfachen Menschen, der gewöhnlich sein ganzes Leben mit wertlosen Dingen verbringt, nur wenig neue Erkenntnisse. Er weiß jetzt, dass er nichts besitzt, dank der Null. Okay, wir dürfen Polen nicht angreifen. Für das Reich! Ist in Ordnung, dann schicken wir unsere Truppen nach Antwerpen. Voller Stolz, Kaiser! Natürlich, mein Kaiser. Breche die Belagerung ab. Die Show wird gleich angegriffen, aber das schaffen die schon. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. So, da ziehen wir die Armeen zusammen. Kaiser? Der müsste auch nach. Müsste auch nach Dijon. Ja, mein Kaiser. Kann er mitnehmen. Befehle, Kaiser. Ja, vereinen die Armeen, Kaiser. So, die kannst du ja, auch mein mitnehmen. Kaiser, marschier! Ich hab ganz schön viele Ambosschützen die Truppen. Dann nehmen wir doch die hier nicht mit. Ich hätte gern die Kavallerie ja, mitgenommen. Ja, mein Kaiser! Ja! Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! So, und haben wir hier einen Priester? Seid gegrüßt, Kaiser. Wen habt ihr im Verdacht? Sie können Gottes Gerechtigkeit nicht entkommen. Fürchtet euch nicht vor dem Unerklärten. Branka ist da. Ihr versteht meine Kunst als Ketzerei. So, da war ein Kaufmann, Kaiser? Der macht Ärger. Weg mit ihm. Ja, wir könnten weniger Konkurrenz. Kaiser? Welchen fremden Reichtum soll ich mir aneignen? Kaiser? So, da gehst du zurück zu den Minen. Ja.
Ja, ich bin unter Kaiser. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld bekommen. Ich habe leider nicht geschaut, wie viel, aber es lohnt sich ja immer. Ja, dürfen wir nicht machen. 7 Runden dürfen wir Polen nicht angreifen. Maximilian Gottwinson hat es Furcht. Sehr schön. Und das sind die Kaufleute. Also wir haben doch noch einen Spion oder Attentäter hier irgendwo. Nürnberg. Verratet mir den Namen des Ziels. Die Augen des Reichs. Da. Haben wir doch einen, und zwar den da oben. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick, Kaiser. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Er wird morgen ein toter Mann sein. Tot oder zerstört? Schnell und leise. Ich bleibe bis zum Morgen hier. Ja, Kaiser. So, schau mal nach den Truppen. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick, Kaiser. Okay, interessant. Frankreich setzt vermehrt auf, also hauptsächlich auf Bogenschützen und Kavallerie. Das haben wir nicht. Das könnten wir nur mit Schwerträgern kontern, die wir haben, aber das ist ziemlich gefährlich. Eine Kombination aus Armbrustschützen und Schwerträgern wäre da eigentlich ziemlich nützlich. So, da bilden wir noch ein paar Einheiten mit Schutz aus. Ich bin Diener Gottes. Für das Reich! So, Breslau. Aber wenn sie Prag angreifen, dann kommt einfach Breslau als Verstärkung. Das ist kein Problem. So, die Augen des Reichs. Jerusalem. Ich bin unterwegs. So, wo ist unser Schiff? Da. Ja, Kaiser! Wir sind fast da. Volle Segel! Eins, heute zwei, kommen wir drei, nicht weiter, vier Runden, Kaiser. Dann landen wir. 4 Runden noch und dann sind wir an Land. Sehr schön. Was haben wir hier? Eine Hexe. Da wollte ich mir den Priester gerade los. Wie viele Einheiten wir hier drin noch haben? Da brauchen wir auf jeden Fall Infanterie. Kommt auch schon. 2 und 2. Wie wir keine reinnehmen. Eure Befehle? 4 Stück noch. So, das reicht. Brauchen wir nicht. Ist voll. Die Infanterie kann jetzt komplett weg. Die brauchen wir nicht mehr. So. Da warten wir einfach in Tijor. Das schaffen die schon. Ich wünschte, die Einheiten könnten wir fortbilden. Leopold hat leider jetzt eine schwache Armee und ist ein bisschen outdated. Verlassen die Armee, Kaiser! Okay, aber da ist was. Versprochen, Gisa, und den Namen kennen wir. Gisa ist doch die Tochter von Leopold.
Alter 19. Damit hätten wir jetzt endlich einen Nachfolger von Leopold Silber, und zwar Harold Windeck. Der ist ziemlich loyal. Faire Kämpfer, loyal, vielversprechender Kommandant, mutig und selbstbewusster Angreifer. Den nehmen wir. So, Schwertschmiedegilde nehmen wir auf jeden Fall. Je mehr der Bedarf nach immer leistungsstärkeren Waffen steigt, desto mehr steigt mit der Zeit auch die Anzahl der Männer, die neben der Kunst der Metallverarbeitung auch die Kunst des Waffenschmiedes beherrschen. Auch dies resultiert letztendlich in der Gründung einer Schwertschmiedegilde. Die Mitglieder dieser Gilde sind hochqualifizierte Schmiede, die in der Lage sind, die Standardwaffen eines stehenden Heers zu optimieren. In Hamburg. Oh, in der Burg. Gar nicht mal so schlecht. Und damit die beste Infanterie. Brauchen wir die Speerträger überhaupt noch? Eigentlich nicht. Weg mit der Speermiliz. Die Bauernbogenschützen können auch weg. Tja, traurig, dass sie noch da sind. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und dann bilden wir die doch mal fort. So, Zagreb wächst. Mhm. Und Harold Windeck mit Isa Windeck. Die hat ihren Namen eingenommen. Und da ist auch schon Harold Windeck. Der Nachfolger von Leopold, der Ehrenhafte. Wie schön. Oh, Dänemark will Antwerpen. Dann darf erstmal Harold dort selber hin. Befehle, Kaiser! Marschiert! Und bevor Kaiser? Wir überhaupt angreifen, Befehle, Kaiser? Splitten wir ja, mal die Truppen auf. Kaiser! Befehle, Kaiser! 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 Ja, vorwärts! So, dann müsste Leopold unbedingt eine Unterstützung bekommen. Verratet mir den Namen des Ziels. Was ist das Ziel des Reiches? Acatus Piconius. Will ich den weghauen? Byzantisches Reich, neutral. Nö. Ja, ich will nicht bin unterwegs. Pappstadt anlegen. Heute geht das... Ja, Kaiser? Jawohl, Kaiser. Mein Kaiser? Ja, Kaiser. Er wird morgen ein toter Mann sein. So, können wir da ein bisschen üben. Schnell und leise. Die Augen des Reichs. Beziehungsweise, wir könnten ein bisschen die Stadt hier ein bisschen beschädigen. Sollte ich mal angehen? Ja, ich hatte doch noch einen. Wo war der? Nürnberg, nicht wahr? Der Attentäter schon raus. Wir haben noch einen Priester. Seid gegrüßt, Kaiser. Nennt den Heiden, der euch beleidigt, Kaiser. Die Blasphemie soll enden. Kaiser? Weg mit ihm. Ja, wir könnten weniger Konkurrenz gebrauchen. Wir nehmen uns vom Feind, was wir brauchen. Eröffne und finanzieller eine neue Eroberer, sehr schön. Mein Kaiser? So, die Armee könnten wir jetzt mit denen zusammensitzen. Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Und hier ja. Zwei Stück. Vereinen die Armeen, Kaiser! Befehle, Kaiser! So, marschiert. Damit hätten wir schon mal eine Armee, die genug zur Hilfe kommt. Für heute. So, eure wirklich Befehle, den Hafen. Dann bekommen wir ein unsere bisschen Flotte Geld. Hat den Hafen vollständig blockiert. So, wir schlagen die mal weg. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser. Vorwärts! Das ist ein bisschen gefährlich dort oben. Es ist für die Armee, das muss unbedingt Reich. Zur Unterstützung kommen. Voller Stolz, Kaiser. Schlage das Lager auf, edler Kaiser. Ja, Kaiser, ich bin unterwegs. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Sind schon ein paar Armeen dort unterwegs. Ja, Kaiser. Herrlich, gefährlich, den Anker, gefährlich. Mein Kaiser. So, dann... Ach, hier wäre auch ich ein Priester. Ich bin Diener Gottes. Kann doch... Seid gegrüßt, ja. Kaiser.
Wen habt ihr im Verdacht? Sie können Gottes Gerechtigkeit nicht entkommen. So, Innsbruck, nö. Bologna, da können wir ein bisschen weitermachen. Mit dem Jahrmarkt zum Beispiel oder der Ortswache. Rüstungsschmied, Schiffsbauer. Steigerung bei Handelsgütern. Und in der Ratskammer. Ein bisschen mehr Sicherheit, das hätte ich gerne. Öffentliche Ordnung ist ja nicht zu verachten. So, Nürnberg. Nürnberg ist relativ safe. Machen wir eine Ratskammer. Prag ist auch noch safe. Da können wir auch eine Ratskammer reinsetzen. Zagreb ist gewachsen. Da machen wir eine Steinmauer. So, Wien. Da könnten wir eigentlich auch schon was machen. Das ist an der Grenze. Das heißt, da möchte ich die große Steinmauer pushen. Breslau kann bleiben. Dijon. Pflasterstraßen, Minenverbund. Und Fortbildung. So, Metz, das können wir lassen. Bern. Bern ist relativ im Zentrum. Und nicht mal am irgendeinem Hafen. Bern würde ich zu einer Stadt aufrüsten. Was laufen bleibt, Genua könnte eine Ratskammer gebrauchen. Mailand, wow, Ballistentürme, interessant. Sperrmiliz, okay. Kaufmannsbank, Verwaltung, Herberge. Klingt alles ziemlich gut. Miliz? Hellebarden-Miliz. Boah, Mailand ist eine schöne Stadt. Katapult, Ballisten. Können wir danach schon eigentlich bessere Belagerungsgeräte machen? Das hätte ich nämlich auch gerne. Wir haben sowieso immer so viel Geld. Wir machen den Katapultmacher und hoffen mal auf was Besseres danach. Belagerungswaffen sind in der Lage, große Felsbrocken so schwungvoll durch die Luft zu katapultieren, dass sie eine Stadtmauer beim Aufprall durchbrechen können. Voraussetzung dafür ist natürlich ein äußerst stabiler Unterbau. Der Katapultmacher betreibt zwar die kleinste aller militärischen Fertigungsstätten, dennoch reicht der Platz vollkommen aus, um die Herstellung solider Katapultunterbauten durch fachkundige Ingenieure zu gewährleisten. Und auch das dafür benötigte Holz wird der Bauphase vor Wind und Wetter geschützt eingelagert. Was? Das ist eine gewaltige Sätze, da komme ich natürlich durcheinander. Da fängt der Satz an, meine Güte. Jedenfalls, das Holz wird auch vor Wind und Wetter geschützt gelagert. So, hoher Steuersatz? Nö, nee, geht schon. Frankfurt könnte... Ist eigentlich auch relativ safe dort. Nur Dänemark ist ein bisschen blöd dort oben. Eine Ratskammer. Deutschritter. Und Justenregister, es geht ja relativ schnell. Hamburg könnte also danach eine Kaserne gebrauchen. Obwohl, das ist ja noch einfache Truppen. Wir haben ziemlich gute Infanterie, aber ziemlich schlechte Kavallerie und so weiter. Dann machen wir das, was wir immer machen wollten, und zwar die Truppen, die wir haben, verstärken mit dem Rüstungsschmied. Während ein Schmied die meiste Zeit mit der Reparatur von Werkzeugen verbringt, gestaltet sich die Arbeit eines Rüstungsschmieds etwas spezialisierter. Neben den üblichen Fähigkeiten, die in der zivilen Metallverarbeitung gefordert sind, ist er auch in der Lage, beispielsweise Kettenhemden herzustellen. Eine sehr aufwendige Arbeit, da schon ein einfaches Kettenhemd aus vielen hundert Ringen besteht, von denen jeder einzeln eingearbeitet werden muss. Aber das lohnt sich bestimmt. Gut, die Stadt kann man leider nicht angreifen.
Verratet mir den Namen des Ziels. Die Augen des Reichs.